Vielen Dank. Ich freue mich sehr über Ihre Einladung, freue mich sehr, heute virtuell bei Ihnen zu sein in Stuttgart. Grüße aus Frankfurt, von wo ich heute berichten möchte, aus unserer Hirnwerkstatt sozusagen, unserer Forschungswerkstatt an Fragen des Gehirns hier am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt. Ich möchte mit Ihnen diskutieren, was wir eventuell vom Gehirn noch lernen können über intelligente Systeme und auch darüber, wie man solche intelligenten Systeme künstlich bauen kann. Leider kann ich also nicht bei Ihnen sein, würde gerne in Ihre Gesichter schauen, aber wir können nachher zumindest diskutieren, virtuell und auch einige Fragen austauschen. Wie ist das eigentlich, wenn wir in Gesichter schauen, zum Beispiel dieses Bild betrachten? Dann wissen wir ja, dass wir sofort erkennen können, dass da ein Mensch gezeigt ist und auch das Gesicht erkennen und je nach Interessen auch wissen, wer das ist. Und wie viele von Ihnen wissen, hat die künstliche Intelligenz in den letzten Jahren es geschafft, diesen Prozess relativ gut auch abzubilden. Etwas zu leisten, was für uns kein Problem ist, nämlich auch unter verschatteten oder verrauschten Bedingungen hier immer noch zu erkennen, was eigentlich los ist und wer hier gezeigt ist. Und wie ebenfalls viele von Ihnen wissen, ist die Art und Weise, wie das in heutiger künstlicher Intelligenz umgesetzt wird, die der Nutzung sogenannter neuronaler Netze. Was sind da die wesentlichen Eigenschaften? Nun, wir geben ein Bild auf der einen Seite hinein und sind dann nach Verrechnungen in der Lage, diesem Netzwerk beizubringen, hierzu ein Gesicht zu erkennen oder eben sogar den Namen dessen, um den es da geht. Warum heißt das neuronal? Nun, es gibt da zwei Aspekte, die aus dem Gehirn letztlich gewonnen sind. Wir müssen uns aber auch klar machen, dass diese neuronalen Netze heutzutage in Computern programmiert werden, also in Software umgesetzt werden, nicht etwa wirklich gebaut werden, sondern eben virtuell im Sinne eines Softwarecodes umgesetzt werden. Das ist, wie viele von Ihnen wissen, was wir heute als maschinelles Lernen bezeichnen, was Google, Facebook und andere nutzen, um Bilddaten zu analysieren. Was ist daran neuronal? Nun, es gibt zwei Aspekte, die vom Gehirn stammen. Nämlich das eine, dass diese Netzwerke, wie ich sie eben gezeigt habe, vorwärts verschaltet sind. Es geht immer vorwärts mit der Signalweiterleitung. Und dieses Feed-Forward-Processing, wie man sagt, dieses Vorwärtsprozessieren, ist tatsächlich inspiriert von frühen Erkenntnissen über das visuelle System, nämlich der, dass die visuellen Informationen zunächst ins Auge und die Netzhaut gelangen und dann aber stufenweise über Bereiche im Mittelhirn in den sogenannten Cortex, in die Hirnrinde weitergeleitet werden und auch dort dann sequenziell weitergereicht werden zu Hirnarealen, die immer komplizierter diese Bilddaten analysieren. Das Zweite, was an diesen Netzwerken neuronal ist, ist, dass die Integrationseinheiten hier als Kreise dargestellt, also diese Signalverarbeitungseinheiten, wie Nervenzellen schwellenwertartig reagieren. Das heißt, die werden aktiviert und machen lange Zeit nichts und erst wenn genug Aktivierung da ist, geht es plötzlich los. Das ist also ein wenig wie manche Kollegen, die vielleicht eine ganze Menge von Ärger ansammeln müssen, bevor sie dann wirklich mal laut was sagen. So funktionieren Nervenzellen und das ist kopiert in die künstliche Intelligenz. Vorwärtsprozessierung und Schwellenwertverhalten. Und diese beiden Dinge sind eben, wenn sie richtig angewandt werden, mächtig genug, um so etwas zu leisten wie Bildprozessierung. Und das sind, wie gesagt, Inspirationen, die schon in den 60er Jahren in die künstliche Intelligenz oder damals oft auch Kybernetik genannte Forschungswelt übertragen wurden und die wir heute erst richtig nutzen können. Was es aber auch heißt, ist, wenn man so möchte, dass heutige künstliche Intelligenz, zumindest in großen Teilen, jedenfalls dann, wenn es um Bildverarbeitung geht, letztlich alte Neurowissenschaft ist. Das sind Erkenntnisse über das Gehirn, die hatten wir schon vor über 50 Jahren. Ich will natürlich nicht verschweigen, dass, wie viele, die sich damit aktuell beschäftigen, auch wissen, natürlich weitere Forschungsrichtungen in der künstlichen Intelligenz gibt. Die sogenannten rekurrenten Netzwerke, hochverschaltete Netzwerke, die dieses Vorwärtsverschaltungsprinzip aufgeben und versuchen, damit klarzukommen. Das ist überhaupt nicht einfach. Da gibt es eine Lernregel seit nunmehr 20 Jahren, mit der man arbeiten kann und die auch erst seit kurzem, seit einigen Jahren erfolgreich umgesetzt wird. Das steht hinter dem, was wir bei Google
Google Translate zum Beispiel sehen an Erfolgen der immer besseren Übersetzung. Aber man muss klar sagen, das ist sehr viel schwieriger und sehr viel weniger schon wirklich verstanden, wie man das nutzen kann. Das heißt, ich erlaube mir also nochmal diese Formulierung, alte Neurowissenschaft steckt in jedenfalls großen Teilen der aktuellen künstlichen Intelligenz. Die Frage also, die man da stellen kann, ist, gibt es nochmal was? Eine neue Sicht, einen neuen Satz von Erkenntnissen, den die Hirnforschung beitragen könnte, dazu künstliche Intelligenz weiter zu verbessern. Nun, jetzt können Sie sagen, das ist eigentlich gar keine richtige Frage, denn wir müssen ja keineswegs Vögel bauen, um zu fliegen. Das identische Kopieren eines biologischen Systems ist nicht notwendig, um Kernerkenntnisse der, in dem Fall Physik, die dahinter steckt, zu verstehen und dann eben Dinge zu bauen, die auch fliegen und weniger hoffentlich mit den Flügeln flattern. Wie ist das also hier? Natürlich könnte das sein. Das heißt nicht, dass wir das Gehirn im Detail besser verstehen müssen, um dann etwas Besseres zu bauen. Aber ich möchte Ihnen ein wenig aufzeigen heute, wo doch unsere künstliche Intelligenz noch weit hinter dem Gehirn hinterherhinkt. Und nochmal, das könnte, denke ich, doch Anlass sein, dafür nochmal nachzuschauen, ob aus dem Gehirn nicht nochmal was gelernt werden könnte heutzutage. Wenn wir das mal vergleichen, die biologische und die künstliche Intelligenz, also unsere wunderbaren Gehirne, über die Sie übrigens, auf die Sie wirklich stolz sein sollten, seien Sie stolz auf Ihre Gehirne, ich werde gleich sagen, warum, mit den Computern, wie wir sie heute bauen, und der künstlichen Intelligenz, dann ist das Erste, was auffällt, der wahnsinnig hohe Energiebedarf der künstlichen Rechner, die wir bauen. Ein simpler Vergleich, wir operieren mit vielleicht einem Sandwich oder einer Suppe mittags. Vergleichbare Leistungen brauchen viele Megawatt Rechenleistung, jedenfalls in den größeren Rechenzentren, wie sie die schon genannten Firmen betreiben. Das ist ein viele Größenordnungen überspannender Unterschied und allein das ist ein Problem und viele Bereiche der künstlichen Intelligenz, die mit wirklich vielen Daten operieren, da sind sicherlich zu nennen alles, was in Richtung autonomes Fahren geht, aber auch wir in der Biomedizin, die wir zum Teil extrem große Bilddatenmengen produzieren. Wenn man wirklich viele Daten hat und die gut analysieren will mit künstlicher Intelligenz, stößt man schon jetzt an diese Grenzen des einfach Kostenfaktors, der dahinter steht. Ja, wenn man wirklich gut rechnen will, ist das schon wahnsinnig aufwendig, übersetzt sich dann in Rechenleistungskosten, die letztlich aus dem ineffizienten Rechnen kommen. Und das sind also Grenzen und Schranken, die gerade auch im Sinne nachhaltigen Rechnens immer stärker in den Vordergrund treten werden. Und etwas, was man sich wirklich klar machen muss, hier ist noch größenordnungsmäßig was zu lernen von biologischen Rechnern. Ein zweiter Vergleich zeigt, dass wir die Lernregeln noch sehr anders anwenden. Künstliche Intelligenz lernt im Wesentlichen nach zwei Prinzipien. Das eine ist so ein sogenannter Gradientenabstieg, so ein Rückwärtsfehlerfortpflanzungsgesetz oder eine Regel, Backprop genannt, Backpropagation, wo nach meiner Meinung eine gute Äquivalenz in Gehirnen nicht da ist. Also das ist was wirklich Erfundenes, was Gehirne so nicht anwenden. Und diese andere schon genannte Regel, diese LSTM-Regel für rekurrente Netzwerke, ist auch etwas, wo wir nicht glauben, dass das im Gehirn so funktioniert. Das Gehirn wiederum hat Lernregeln, die wir zum Teil verstanden haben. Aber wie diese nun zu Vorteilen werden in möglicherweise auch künstlicher Intelligenz, ist nicht geklärt. Das ist bisher oft versucht, aber nicht klar, wie das, was wir über Lernen in Gehirnen bisher wissen, uns helfen kann, künstliches Lernen besser zu machen. Das ist ein sehr aktives Forschungsfeld und sehr wichtig zu beobachten, nach meiner Meinung. Es gibt einen weiteren wesentlichen Unterschied, der nicht ganz so oft in den Vordergrund tritt gegenüber dem Energieverbrauch, und der ist der Datenverbrauch. Künstliche Intelligenz ist bisher in den meisten Fällen unglaublich ineffizient darin, die Daten, die wir haben, gut fürs Lernen zu nutzen. Ich will das mal exemplarisch vorführen. Unsere heutigen künstlichen neuronalen Netzwerke lernen aus einem Bild, den Baum zu finden, indem man ihnen nicht einen Baum zeigt und sagt, das ist ein Baum, auch nicht zwei, drei oder vier. Nein, es wird millionenfach präsentiert. So lernt künstliche Intelligenz. Und jedes Mal müssen Sie dazu sagen, was es ist. Und unter Umständen auch einfach dasselbe Bild millionenfach zeigen. Jeder, der künstliche Intelligenz mal trainiert hat, weiß, dass es wirklich so ist. Ja, wir reden über Millionen- bis Milliardenfache Datenpräsentationen, immer mit der Benennung dazu.
Nun, wenn Sie sich überlegen, wie wir das gelernt haben, ich denke dann an meine inzwischen 4-jährige Tochter, als die gelernt hat, Baum zu sagen, hatte sie nach meiner Schätzung höchstens einige Dutzend Male das Wort Baum gehört. Wir lebten damals noch in der Stadt und gut, da gab es einige Bäume, aber wir haben ja natürlich nicht ständig da gesagt, Baum, 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 Baum. Stellen Sie sich doch mal ein Lernen so vor, wie schrecklich wäre denn das? Unsere armen künstlichen neuronalen Netzwerke, die werden bombardiert mit immer demselben, wie langweilig. So lernen wir nicht. Wir lernen mit vielen Bilddaten, aber mit wenigen Benennungen, sogenannten Labels. Das heißt, die Rate der auch kostenintensiven Benennungen ist beim biologischen Lernen viel geringer. Und das ist etwas, was wir ebenfalls in der künstlichen Intelligenz bisher nicht gut verstanden haben. Es gibt natürlich Versuche, das abzubilden. Das ist ein wesentliches Forschungsthema auch im Bereich der künstlichen Intelligenz. Aber das ist eben etwas, was Gehirne gelöst haben. Wir lernen, ohne die Daten so wahnsinnig zu verbrauchen. Wie das geht, ist etwas, was wir noch nicht verstanden haben und woran wir arbeiten. Was dahinter steckt in der Architektur, ist noch ein ganz weiterer wesentlicher Unterschied, nämlich dass wir, wenn wir über Computer sprechen, heutzutage natürlich annehmen die sogenannte von Neumann-Architektur, nämlich dass wir auf der einen Seite einen Prozessor haben, also dort, wo gerechnet wird, wie man sich das so ja vorstellt, und dann den Speicher. Ja, und dann gibt es ja im Übrigen viel Aufwand, Daten zwischen Speicher und Prozessor hin und her zu bringen. Und soweit ich weiß, ist ja da Ihre Firma nun auch wirklich ein Experte auf diesem Gebiet. Das ist aber natürlich basierend auf der Annahme, ich habe eine Trennung zwischen Speicher und Prozessor. Und genau das ist im Gehirn, nach allem, was wir wissen, nicht so. Es ist genau dasselbe neuronale Netzwerk, in dem sowohl gespeichert als auch gerechnet wird. Alles in unseren, wie ich finde, tollen Gehirn. Und das ist wirklich eine fundamentale architektonische Unterscheidung, die unter Umständen zu den wesentlichen Vorteilen, über die wir gerade sprachen, nämlich effiziente Nutzung von Energie und Daten, mit beiträgt. Und das zu verstehen, ist in unserer Forschung ein großes Thema. Was bringt das, diese Prozesse zusammenzuführen? Was bringt das, zu speichern und zu prozessieren im selben Netzwerk? Und wie wird das eigentlich konfiguriert und umgesetzt? Es gibt noch einige andere interessante Unterschiede, auf die wir zum Teil auch wieder zurückkommen. Eine möchte ich noch mal herausstellen, nämlich dass das Prozessieren im Gehirn auch nicht besonders schnell ist, wenn man jetzt mal auf die basalen Taktfrequenzen sozusagen schaut. In den Silikonprozessoren, die wir nun über Jahrzehnte als Menschheit gebaut haben, ging es eine Zeit lang immer darum, schneller, schneller, schneller die Taktfrequenz zu erhöhen. Wir sind jetzt bei so unter Nanosekunden angelangt. Das ist aber nicht die Optimierung, die das Gehirn gemacht hat. Im Gehirn reden wir bestimmt durch die Membranzeitkonstante, also die intrinsische physikalische Zeitkonstante einer letztlich aus Fetten und anderen Stoffen bestehenden biologischen Membran, über die Spannungsunterschiede entstehen, reden wir über Millisekundenzeitkonstanten. Das heißt, die basale Taktung, wenn man überhaupt darüber sprechen möchte, im Gehirn ist auf der Skala von Millisekunden nicht schneller als das. Also das ist wirklich ein interessanter Unterschied. Auch da wieder einer, der sicherlich zur Energieverbrauchsreduktion beitragen kann, aber wie genau und was da der Trick ist, ist letztlich nicht verstanden. Nun also zu unserem Gehirn. Was forschen wir am Gehirn und wieso glauben wir, dass da Beziehungen bestehen zur künstlichen Intelligenz? Nun, wenn Sie dieses von außen recht unschuldig anmutende graue Gebilde, was eben unser Gehirn ist, wenn man so drauf schaut, anschauen, dann haben Sie alle schon mal Bilder gesehen, wo dem Gehirn was präsentiert wird, also uns ein Gesicht oder Musik gespielt wird oder etwas und dann eben bestimmte Bereiche des Gehirns aufleuchten. Das ist ein Blick aufs Gehirn, der natürlich sehr wichtig ist, der aber nur eine grobe Lokalisation von Funktionen erlaubt. Wenn man genauer hineinschaut ins Gehirn, findet man die Strukturen, die uns so besonders faszinieren. Und das sind die sogenannten Nervenzellen, die echten Neurone, die in unseren Gehirnen hausen. Und das sind wirklich wahnsinnig, ja, man könnte sagen, interessante, schöne, vielleicht sogar verzweigte, komplexe Gebilde, die also nicht nur einen Zellkörper haben, sondern diese sehr ausschweifenden, kabelartigen Fortsätze. Man unterscheidet da zwei Arten, die sogenannten Dendriten, die die Signale sammeln, und die sogenannten Axone, die die Signale wieder aussenden, die elektrischen. Und man muss sich aber klar machen, dass das nicht einzelne Kabelstränge sind pro Nervenzelle, sondern hochkomplexe, hochverzweigte Baumstrukturen. Insbesondere das Axon hier in blau gezeigt ist also ein
Kabel, ein elektrisch leitendes, membrangebundenes Kabel, das hochverzweigt sich über weite Distanzen im Gehirn erstreckt. Es ist sozusagen nicht die Ausnahme, sondern der Standard, dass eine Nervenzelle von der einen Seite des Gehirns oft bis in die andere Seite des Gehirns projiziert, also ein kontinuierliches, ungefähr 100 Nanometer dünnes Kabel aussendet und hochverzweigt an verschiedene Stellen des Gehirns sendet. Das ist also eine kabelgebundene, hochparallele und hochverzweigte Kommunikation, die ermöglicht wird durch diese Kabelbäume. Nun haben wir nicht eine Nervenzelle in unserem Gehirn, sondern 85 Milliarden. Das ist schon mal eine schöne Zahl, große Zahl, beeindruckend. Wir haben aber auch viele Leberzellen zum Beispiel. Ja, also die reine Menge der Nervenzellen ist noch nicht das Besondere am Gehirn. Was besonders ist, ist, dass wenn wir uns fragen, welche Nachbarschaftsbeziehungen entstehen in diesem Organ Gehirn und das nochmal beispielhaft vergleichen mit der Leber, dann ist eben die typische Körperzelle wie in der Leber von, je nach Packungsdichte und Packungsform, sagen wir 27 anderen Zellen umgeben oder Handvoll. Das sind dann sozusagen die Nachbarn, mit denen auch direkt und spezifisch interagiert werden kann. Im Gehirn ist Nachbarschaft aber etwas Abstrakteres, nämlich die Frage, welche Nervenzelle kann mit welcher anderen Nervenzelle direkt über Kabel und Synapse kommunizieren. Und diese Zahl ist eben im Gehirn viel, viel größer. Diese Zahl ist ungefähr 1000. Und das ist wirklich eine Zahl, die ich unbedingt Ihnen heute mitgeben möchte, von der ich hoffe, dass Sie sie mitnehmen werden und darüber nachdenken. Jede Nervenzelle in unserem Gehirn kommuniziert mit ungefähr 1000 anderen Nervenzellen. Das ist wirklich beeindruckend. Für mich echt die, würde ich sagen, wichtigste Zahl über das Gehirn der Säugetiere. Es ist jetzt nicht präzise 1000, das ist ein Größenordnungsstatement, es sind manchmal einige hundert, manchmal einige tausend, aber es sind eben nicht eine Handvoll oder zwei Dutzend, sondern ungefähr 1000 direkte Kommunikationspartner. Das ist eine große Zahl. Stellen Sie sich mal vor, wer von Ihnen hat 1000 Freunde? Sie haben vielleicht 1000 Follower auf sozialen Netzwerken, aber haben Sie wirklich 1000 Freunde? Nun, wollen wir das nicht zu weit treiben. Man kann sogar diskutieren, ob die Kommunikation der Nervenzelle, die ja ein Signal erstmal an ihre Follower sozusagen sendet, nicht doch eher den Lesern bei Twitter entspricht. Aber das, da wollen wir jetzt nicht zu weit gehen. Der Punkt ist, wir haben ein Netzwerk aus 85 Milliarden Knoten mit Verknüpfungsgrad 1000 und das ist so, nach allem, was wir wissen, eigentlich in keinem anderen System zu finden. Wie gesagt, selbst menschliche Kommunikationssysteme sind nicht, jedenfalls nicht sofort auf derselben Verknüpfungsskala. Das haben wir alles in unserem Gehirn. Toll. Und das interessiert uns brennend, weil wir glauben, dass wir da noch viel zu wenig drüber wissen. Wir wissen viel darüber, wo im Gehirn was passiert. Wir wissen auch aus jahrzehntelanger Forschung schon recht viel darüber, wie einzelne Nervenzellen funktionieren. Ein Aspekt davon, wie ich vorhin schon erwähnte, die Nichtlinearität ihrer elektrischen Antwort. Es braucht genug Input, damit es losgeht sozusagen in der Aktivität. Das sind alles Erkenntnisse aus der Studie und den ausführlichen elektrischen Untersuchungen von einzelnen Nervenzellen. Aber wo uns wirklich noch ein großer Erkenntnisblock fehlt, ist der, wie diese Netzwerke eigentlich strukturiert sind. Die Nervenzellennetzwerke in unseren Gehirnen, welche Struktur, welche Regeln, welche strukturellen Eigenschaften haben diese. Und das ist ein Forschungsfeld, was wir vor nun fast 20 Jahren angefangen haben voranzutreiben und das wir heutzutage Connectomics nennen. Da möchte ich jetzt ein bisschen was von erzählen. Ich hatte schon erwähnt, dass die Nervenzellen mit ihren hochverzweigten Kabeln, also das Faszinosum sind, um die es hier geht, Das ist gleichzeitig aber auch eine Schwierigkeit. Sie können ja sagen, warum messen wir denn nicht einfach diese Netzwerke? Nun, um zu verstehen, welche Nervenzelle mit welcher redet, müssen wir letztlich diesen Kabeln folgen. Wir müssen also Kabel, die so 50 bis 100 Nanometer dünn sein können, zur Erinnerung, unsere Haare sind 100 Mikrometer, also 1000 mal dicker, also wirklich 100 Nanometer, das ist ordentlich dünn. Wir müssen also hochverzweigte Kabelbäume auf der Skala von 100 Nanometer Durchmesser über Distanzen von Millimetern oder Zentimetern verfolgen. Und zwar nicht in 2D, wie hier gezeigt, in einer Bildebene, sondern in 3 Dimensionen, über im Zweifelsfall große Distanzen. Und das heißt, riesige Datensätze aufzunehmen,
wie gesagt, hohe Auflösung über extrem hohe Distanzen in drei Dimensionen. Das ist erst seit neuen Entwicklungen in der Elektronenmikroskopie seit ungefähr 20 Jahren möglich, da überhaupt in diese Richtung zu gehen, jedenfalls auf substanziellen Skalen. Wir nehmen also, kann man sich vorstellen, wie eine Biopsie, ein kleines Stück Gehirn und stecken das dann in ein Elektronenmikroskop, ein Raster-Elektronenmikroskop, das gibt es schon lange. Neu ist die Möglichkeit, das Scannen der Oberfläche unseres Hirngewebsblocks zu verbinden mit Schneidemethoden, insbesondere die Nutzung von Diamantmessern, die direkt in die Vakuumkammer des Elektronenmikroskops eingebaut sind und dann uns erlauben, ein Bild aufzunehmen von der Oberfläche des Gewebsblocks, dann das abzukratzen, sozusagen abzuschaben, abzuschneiden, die 25 Nanometer, die wir gerade dargestellt haben, und dann ein erneutes Bild zu nehmen, wieder abzuschneiden, Bild und abschneiden. Diese wiederholte Schneide-Bildgebungssequenz über viele, viele Wochen hintereinander, ja, 24/7, das läuft bei uns im Keller, das ist die Herausforderung, um große Datensätze aufzunehmen, die überhaupt erstmals auch in der dritten Dimension Distanzen überschreiten, sodass wir Netzwerke sehen können. Diese Entwicklung erlauben es uns also dann, mit diesen Grauwert-Bilddaten in 3D-Netzwerkanalysen zu betreiben. Hier mal ein Beispiel, in dem Fall aus der Netzhaut, also im Auge, wo die erste Bildverarbeitung erfolgt im menschlichen und auch anderen Säugetiergehirnen. Sie sehen in Grau also die Elektronenmikroskopie-Daten und dann in Rot mal das Beispiel einer von vielen hundert Nervenzellen in diesem Gewebsblock, die dann eben wunderschön verzweigt dort ihre Kabelbäume aussendet, um zu kommunizieren mit den vielen anderen Nervenzellen, die im selben Gewebsblock existieren. Wir haben tatsächlich unsere Studien begonnen in der Netzhaut, wo, wie gesagt, die erste Bildverarbeitung erfolgt und haben da ein Gewebsstück von wirklich gerade mal 100 Mikrometer, also ein wirklich kleines Körnchen Größe genommen, in dem ungefähr 1000 Nervenzellen sich befinden, die hier zunächst die Zellkörper in farbigen Kugeln dargestellt sind. Und dann haben wir aber eben mithilfe von einer Mischung aus künstlicher Intelligenz, also AI, damals hieß das einfach noch Bildverarbeitung, CNNs haben wir da benutzt, konvolutionale neuronale Netze, zusammen mit Kabelrekonstruktionen durch Menschenannotatoren, durch Studenten, die das gemacht haben und Studentinnen, es geschafft, eben nicht nur eine Nervenzelle zu rekonstruieren, wie jetzt hier gezeigt, sondern alle ungefähr 1000 in diesem Gewebsstück. Das wird jetzt in Kürze hier eingeblendet, wo Sie jetzt sehen können, wie eben all diese Nervenzellen übereinander gelagert im selben Stück Gewebe existieren und dort ihre Kommunikationsnetzwerke aufbauen. Wir sehen jetzt die sogenannten Bipolarzellen kommen. Das sind Zellen, die die Lichtsignale von den Photorezeptoren in die nächsten Prozessierungseinheiten weiterleiten. Und diese Bipolarzellen sind eine eigene Welt von komplizierten Verschaltungsprinzipien, die sie aufbauen. Man muss sich das so vorstellen, dass unsere Netzhaut nicht ein Bild der Welt ans Gehirn weiterleitet, sondern, wie wir heute glauben, eher in der Größenordnung von 30 bis 40, also gefilterte Versionen der visuellen Welt, die parallel in dieser Filterform ins Gehirn weitergeleitet werden. Man kann sich das so vorstellen wie auf dem heutigen Smartphone, wo Sie ja auch dann Filter auswählen können, Sepia oder was auch immer. Tatsächlich finden solche Filterberechnungen in diesem Netzwerk statt, welches hier gezeigt ist. Das sind dann auch Kontrastfilter, Kantenfilter, aber auch zum Beispiel Nervenzellen, die darauf spezialisiert sind, wenn sich ein Stimulus auf mich zubewegt, aktiv zu werden, also Annäherungsdetektoren, oder wenn ein kleiner, gefährlicher, schwarzer Punkt auf dem ansonsten hellen Himmel sich plötzlich vergrößert oder sich dort bewegt, dann zum Beispiel bei der Maus eine Fluchtreaktion hervorzurufen. Diese Filter finden in diesen Netzwerken statt, die wir hier rekonstruiert haben. Sie sehen jetzt hier nochmal im Detail, wie wir diese Rekonstruktion gemacht haben. Volumensegmentierungen, wie wir sagen, also die Auffüllung der Zellvolumina mit diesen farbigen Segmenten durch automatische Methoden und die Rekonstruktion des Kabels als solchem mithilfe von effizienten Human Annotation, also der Annotation durch Studentinnen und Studenten. Dadurch haben wir dann Nervenzellen bekommen und konnten dann untersuchen, wie diese Nervenzellen miteinander interagieren,
welche Nervenzelle mit welcher wie stark Kontakte bildet, über die Informationen übertragen werden kann, sogenannte Synapsen, und wie diese dann strukturiert sind im Netzwerk. Das haben wir also zusammengetragen, hier bildlich dargestellt und dann in eine sogenannte Nachbarschaftskarte kompiliert, in eine Adjazenzmatrix, würde man sagen, wenn man Graphen beschreibt. Also eine letztlich ja, Matrix, in der dargestellt ist, wer auf der Y-Achse mit wem auf der X-Achse kommuniziert. Das ist also eine Möglichkeit, Kommunikationsnetzwerke oder im Allgemeinen Graphen darzustellen. Und das ist tatsächlich das, was wir heutzutage als Konnektomen bezeichnen. Also die Möglichkeit, ich nehme aus einem Stück Hirngewebe das Verknüpfungsmuster im Sinne solcher Adjazenzmatrizen zu extrahieren. Und das haben wir eben damals erstmalig für Säugetiergehirne in größerer Skala geschafft und damit für uns den ersten Schritt gemacht, nun regelhafter Konnektome zu messen, also Netzwerkkarten aus dem Gehirn. Karte also nicht im Sinne, wo ist was, sondern wer redet mit wem. Eine wichtige Information, die auch für mich tatsächlich erstaunlich überraschend war, als wir nun endlich unsere Daten hatten. Wenn man über das Gehirn nachdenkt, dann sind ja oft solche Darstellungen relativ plausibel, oder? Das haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen. Man denkt so, ja gut, diese Nervenzellen in, ja, weiß ich auch nicht, interstellarem Raum oder so. Das ist ein bisschen übertrieben sicherlich hier mit dem Feuer, also dass sie aktiv sind, ja, dass es nur so heiß wird, dass es brennt, nein. Aber das sieht doch eigentlich relativ plausibel aus. So ist es aber nicht. Wenn wir wirklich rekonstruieren und die Netzwerke darstellen, so wie wir das tun, dann finden wir solche Daten. Ja? Hier, wir fliegen jetzt hier mal durch das Nervenzellgewebe. Wir haben die Blutgefäße rausgenommen. Das sind die Tunnel, die Sie hier erkennen. Dadurch sehen wir überhaupt was. Und drumherum ein extrem dicht gepacktes Wirrwarr von, wie gesagt, rund 100 Nanometer dicken Nervenzellkabeln, die sich dort verzweigen und ausbreiten. Das ist die Realität in unserem Gehirn. Schon in der Netzhaut sieht es so aus. Wir sehen gleich noch mehr aus dem Kortex. Das ist die physische Realität eines Netzwerks, was mit Größenordnung 1000 kommuniziert. Und das ist etwas, was wir wirklich immer noch nicht gut genug verstanden haben. Da sind wir dran, da voranzukommen. Hier in Frankfurt, in meiner Abteilung, arbeiten wir jetzt intensiv daran, nicht nur die Netzhaut, sondern auch die Großhirnrinde mehr und mehr zu verstehen in ihrer Verschaltung. Hier haben wir einige Fortschritte gemacht und eben Nervenzellgewebe aus dem Kortex, aus der Großhirnrinde aufgenommen. Das ist so interessant, weil in der Großhirnrinde die wirklich interessanten Berechnungen stattfinden. Dort machen wir Vorhersagen über die Welt. Jetzt schauen wir uns die Daten mal an. Hier sehen Sie also nochmal in den Rohdaten wunderbar elektronenmikroskopisch aufgenommen, die ganzen Kabel, wie sie da wirr hin und her laufen oder eben vielleicht nicht so wirr. Sie sehen isolierte Kabel in schwarz umrandet, die es erlauben, schneller vorzugehen, schneller Signale weiterzuleiten hier. Sie sehen hier Zellkörper hineinkommen am unteren Ende. Das sind also die Zellkörper der Nervenzellen. Aber hier dann auch diese Kabelstränge, die dazwischen laufen. Das ist wirklich faszinierend zu beobachten. Wir schauen uns diese Daten immer sehr gern an. Und aus diesen Rohdaten nun das eigentliche Netzwerk zu extrahieren, das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe, wo wir viel daran arbeiten, Methoden zu verbessern, um aus diesen Bilddaten, die schon für sich natürlich sehr schön sind, dann aber eben diese Abstraktion der Kommunikationskarte zu bekommen. Technisch geht es sowohl auf der Datenanalyseseite weiter, aber auch auf der Bildaufnahmeseite. Für die von Ihnen, wo es ja einige gibt, die sich selber sehr stark technisch interessieren oder da eben Experten sind und Expertinnen. Wir haben also sogenannte Multistrahl-Elektronenmikroskope. Das ist eine Entwicklung von Zeiss, einer Firma ja nicht weit von Ihnen, die es geschafft haben, also ein Raster-Elektronenmikroskop zu bauen, was nicht mit einem Strahl Daten aufnimmt, sondern in diesem Fall mit 61 oder in Zukunft mit noch mehr Strahlen Oberflächen abtasten und Bildaufnahmen machen kann. Das ist natürlich eine offensichtliche Beschleunigung, mindestens ein Faktor 61, geht auch so relativ schnell, sodass wir jetzt erstmalig wirklich größere Datensätze aufnehmen können in die Richtung auf Millimeter und mehr, sodass wir die ganze Dicke der Hirnrinde zumindest in kleineren Säugern und bald auch in größeren, inklusive auch menschlichem Gewebe aufnehmen können.
Datenanalyse geht auch voran. Wir haben bisher viel mit Kombination aus künstlicher Intelligenz und Hunderten von Studentinnen und Studenten, die uns helfen, durch die Daten zu fliegen, gearbeitet. Das wird immer effizienter. Wir brechen jetzt gerade die Zeit an, wo die Automatik doch gut genug wird, dass wir eigentlich auf menschlichen Input weitgehend oder zunehmend verzichten können, dass also wirklich wir die künstliche Intelligenz, über die wir am Anfang sprachen, so weit nutzen können und die auch so gut geworden ist, dass wir viele Aspekte der Daten, die wir aufnehmen, schon automatisch, vollautomatisch rekonstruieren können. Diese Art von Flug, erinnert ja so ein bisschen an Flugsimulator, ist tatsächlich ein wichtiger Schritt gewesen, um effizient zu rekonstruieren. Und da haben wir dann eben aus der Hirnrinde in dem Bereich, wo der Tastsinn verarbeitet wird, ein dichtes Nervenzellnetzwerk rekonstruieren können. Hier sehen Sie mal die ganzen Nervenzellen überlagert, wie sie jetzt eben in der Großhirnrinde aussehen. Das ist ein echt spannendes Netzwerk, was wir uns dann noch genauer angeschaut haben. Diese Analyse, die Ende letzten Jahres veröffentlicht wurde, haben wir also erstmalig aus der Hirnrinde solche Netzwerkvermessung machen können. Wir fliegen hier wieder ins Blutgefäß rein, um was zu sehen. Und wir haben dann in diesem Fall im Netzwerk der Hirnrinde eine Frage stellen können, die ich für sehr wesentlich halte, nämlich können wir in diesem Netzwerk die Synapsen finden, die Verknüpfungsstellen zwischen Nervenzellen, die wahrscheinlich aus Lernprozessen hervorgehen, die also wahrscheinlich durch Umwelt verändert wurden und nicht schon durch genetische Programme vorbestimmt sind, wer da mit wem spricht. Und da haben wir also Methoden entwickelt, hier in Orange gezeigt, den Anteil des Netzwerks zu extrahieren, der nach allem, was wir vorhersagen können, auf Lernprozesse zurückgehen sollte oder mit bestimmten Lernprozessen vereinbar ist. Und das ist also eine sehr wichtige grundsätzliche Frage, wie viel von dem, was wir in den Gehirnen finden, ist eigentlich durch Umwelt bestimmt und wie viel ist durch vielleicht schon sehr wichtige genetische Programme vorbestimmt, die eben dann bestimmte Verrechnungen erlauben. Hier sehen Sie also genau, wie das zusammenkommt, worüber wir vorhin sprachen, dass Speicher und Prozessierung am selben Ort stattfinden, im selben Netzwerk. Und wir entwickeln hier also, wie ich Ihnen jetzt versucht habe, etwas zu illustrieren, Methoden, um genau das im Netzwerk dann auch wirklich zu analysieren, zu fragen, welcher Aspekt dieses Netzwerks ist gelernt und welcher Aspekt ist eben möglicherweise dann auch wichtig für die Prozessierung und nicht gelernt, sondern vorbestimmt, um eben effizient mit Daten umzugehen. Man muss sich das wirklich klar machen, dass natürlich ein großer Teil dessen, was wir können, darauf basiert, dass wir lernen. Man kann sich das leicht klar machen, das Konzept des Autos wird noch nicht in unseren Genen sein. Ne? Dafür gibt es das nicht lang genug. Das heißt, wir lernen, ein Objekt wie ein Auto zu erwarten in der Umwelt. Und genau dieses Verrechnen von Erwartungen und wirklichen Daten, die visuelle und über andere Sinne reinkommen, das ist nach unserem Verständnis das Entscheidende, um effizient erkennen zu können und um effizient mit Daten umgehen zu können. Das heißt, zu lernen, welche Gesetzmäßigkeiten in der Umwelt existieren, nicht weil das alles schon genetisch vorgegeben ist, sondern weil es aus den Bilddaten, die uns in der Kindheit erreichen, extrahierbar ist. Und genau das, wie man das effizient macht, in Netzwerke einprägt und dann wieder nutzt für Erkennung neuer Objekte, das ist genau das Faszinosum, vor dem wir hier stehen und was wir mit solchen Netzwerkforschungen besser verstehen wollen. Ich möchte zum Abschluss Ihnen noch ein Konzept präsentieren oder mit einem Konzept nochmal diskutieren, was in der Hirnforschung sehr wichtig ist und was wir auch bisher in künstlichen Systemen gar nicht oder fast gar nicht nutzen. Es ist ein Konzept, was ich sagen denke, wenn wir das verstanden haben, warum es das gibt, denke ich, könnten wir einen großen Schritt gemacht haben hin zu der Frage, warum diese biologischen Rechensysteme so effizient sein können. Und das ist das sogenannte Konzept das Konzept der sogenannten Inhibition der Hemmung. Wir haben also im Gehirn, Sie alle, ich auch, ungefähr 20%, vielleicht sogar 25% unserer Nervenzellen, die andere Nervenzellen nicht erregen, sondern hemmen in ihrer Aktivität. Das muss man sich nochmal kurz überlegen, was das heißt. Wir reden also nicht darüber, dass eine Nervenzelle mal mehr und mal weniger aktiv ist. Wir reden darüber, dass bestimmte Nervenzellen, wenn sie aktiv sind, andere Nervenzellen aber in ihrer Aktivität hemmen. Wenn wir nochmal die Analogie der sozialen Netzwerke uns überlegen wollen, sind das also die Moderatoren, die
Beruhiger, sind das Menschen, die nicht zu Protest aufrufen, sondern den vielleicht mit freundlichen Worten versuchen zu verringern. Und dafür gibt es nicht in allen Gehirnen, aber in denen der Säugetiere und einiger anderer Spezies, gibt es eben eine eigene Gruppe von Nervenzellen, die diese Rolle der Aktivitätsreduktion übernommen hat. Warum das so ist, ist wirklich eine spannende Frage und nicht wirklich klar. Es hat einige Vorteile. Man kann auf diese Weise sicherlich Übererregung verhindern. Klar, das ist wichtig auch im Kontext von Erkrankungen wie Epilepsie oder so, wo man sagt, okay, eine Übererregung des Netzwerkes ist in jedem Fall schädlich und muss verhindert werden. Aber wir und viele andere denken, dass da doch mehr dahinter steckt, dass es sich also um Verrechnungshilfen handelt. Und da haben wir jetzt kürzlich im Netzwerk eine interessante Struktur gefunden. Wir haben also gefunden, dass diese Nervenzellen, die hemmend sind, hier in Rot dargestellt, auf eine ganz besondere Weise integriert sind in die exzitatorischen Schaltkreise. Zunächst nochmal das Thema der Aktivität. Also ich hatte gerade schon gesagt, wir unterscheiden also im Gehirn nicht nur viel Aktivität, wenig Aktivität, sondern wir haben die Möglichkeit, Aktivität quasi mit Vorzeichen zu versehen. Das hat natürlich schon mal ganz simpel gesprochen einen energetischen Vorteil. Wenn ich nur stark aktiv mit weniger stark aktiv vergleichen kann, dann muss ich in Summe mehr elektrische Aktivität aufbringen, als wenn ich quasi positive und negative Aktivität vergleichen kann, wie hier leicht gezeigt. Was wir aber gefunden haben, ist, dass in der Hirnrinde ein extrem präzises Verschaltungsprinzip existiert. Und zwar, dass die Synapsen entlang der Kabel dieser Axone sortiert sind. Dass wir also auf der Skala von Hunderten von Mikrometern sortiert finden, welche Synapsen wo genau sich befinden. In welchem Sinne? Nun, so, dass wann immer eine exzitatorische Zelle, eine erregende Nervenzelle, mit einer anderen erregenden Nervenzelle kommunizieren will, steckt immer eine hemmende Zelle dazwischen, die erst aktiviert wird. Nochmal, das Ausgangskabel, das Axon dieser erregenden Nervenzelle schickt ein elektrisches Signal los und dieses geht aber immer zunächst zur hemmenden Zelle. Räumlich gesprochen, aber Raum wird Zeit, wenn ich ein Kabel habe, das ist klar, da läuft das Signal durch. Wenn ich zuerst die Synapse auf die hemmende Zelle mache, kriegt die auch zuerst ihr elektrisches Signal. Und erst später wird die erregende Zelle kontaktiert. Und was wir jetzt gefunden haben, ist, dass diese hemmende Nervenzelle immer dann auch auf dieses erregende Target, auf dieses erregende Ziel mitprojiziert, also durch eine Triade entsteht, die hochpräzise ist und die eben es ermöglichen könnte, dass wir quasi so geschlossene Gates haben, dass wir geschlossene, also nicht weiterleitende Weiterleitungsprinzipien hier haben. Und das erinnert natürlich sehr an ein Motiv, was in der sozusagen Elektronik als Transistor bekannt ist, aber was sehr interessante Verrechnungsmöglichkeiten eröffnet, weil ich nämlich quasi Vorhersagen ablegen kann, sie aber nicht aktiv schalte, es sei denn, ich bekomme zusätzliche Schaltsignale und die könnten eben im Gehirn über Enthemmung oder über zusätzliche erregende Eingangssignale implementiert sein. Und wenn wir ein bisschen spekulieren, ist es was, wo wir überlegen, ob da nicht schon was dahinter stecken kann, dass ich auf diese Weise sehr viele Hypothesen ablegen kann im Netzwerk. Im Fall der räumlichen Orientierung ist das ziemlich klar. Wenn ich jetzt hier stehe und in diese Richtung schaue und einen Schritt mache, dann werde ich wohl in Kürze hier sein. Und wenn ich stattdessen in diese Richtung laufe, dann bin ich eben in Kürze auf dieser Seite und so weiter. Da ist das mit der Vorhersage fast schon ein bisschen trivial. Aber wenn man dasselbe auf abstraktere Konzepte übersetzt, dann könnte man sich also vorstellen, dass solch eine aktivitätsgedämpfte triadische Konfiguration, wo also die Vorhersage erstmal nicht elektrische Aktivität zur Folge hat, dann aber durch zusätzliche Informationen wie die Blickrichtung oder abstraktere Dinge freigeschaltet werden kann, dass also eine solche Netzwerkverschaltung es erlauben könnte, eine große Zahl von Hypothesen über die Welt abzulegen, ins Netzwerk einzuprägen, ohne sie ständig alle abzurufen, sondern erst dann zu realisieren, wenn auch wirklich Daten da sind, die das sinnvoll machen. Das ist jetzt sehr weit gegangen in der Interpretation. Das ist jetzt bei weitem nicht klar, dass das alles so funktioniert. Aber ein Beispiel dafür, wie wir versuchen, aus den Netzwerkstrukturen, die wir finden, dann Überlegungen anzustellen über die möglichen Folgen für Verrechnungsfähigkeiten in diesen Netzwerken.
Alles, was ich Ihnen erzählt habe, sind also Beispiele dafür, wie wir mit den Methoden der Netzwerkanalyse in unserem Forschungsfeld der Connectomics versuchen, den biologischen Rechnern auf die Spur zu kommen, die sich in unseren Köpfen befinden, die so leistungsfähig, so energieeffizient und so dateneffizient funktionieren. Wir sind ziemlich sicher, dass in der Tatsache, dass es sich um hochrekurrente, um hochverschaltete Netzwerke handelt, die in keiner Weise nur Vorwärtsverschaltung erlauben, dass sich darin eines der Geheimnisse des Gehirns verbergen kann, wie diese Netzwerke lernen, wie diese Netzwerke effizient Daten speichern und wieder abrufen, wie diese Netzwerke Hypothesen über die Welt mit Daten aus der Umwelt verbinden, das ist bisher nicht wirklich geklärt. Aber das ist etwas, wo wir glauben, dass wir mit dieser Art von Netzwerkvermessung vorankommen werden in der Hirnforschung und wo es dann eben auch sein kann, dass wir doch Dinge herausfinden, die zumindest Vorschläge sein können für effiziente Verrechnung und effiziente Verschaltung auch in künstlichen intelligenten Systemen. In diesem Sinne also die Möglichkeit zumindest, neuartige Computer zu denken, andere Architekturen jenseits der von Neumann-Architekturen. Es ist vollkommen klar, da gab es schon viele Überlegungen. Es ist aber, glaube ich, auch klar, dass nichts von dem, was wir bisher haben, an anderen Verrechnungsarchitekturen wirklich große Vorteile gebracht hat. Da müssen wir sicherlich noch einiges lernen und wir versuchen da also unseren Beitrag aus Sicht der Hirnforschung zu leisten. Im Rahmen der Connectomics, wie wir sie in meinem Institut, meiner Abteilung hier am Max-Planck-Institut für Hirnforschung vollziehen, ist die Analyse solcher möglichen algorithmischen Fähigkeiten und Speicherphänomene ein Aspekt. Ich möchte aber noch auf einen weiteren hinweisen. Es geht mehr in die medizinische Richtung. Natürlich sind wir auch sehr daran interessiert zu fragen, ob nicht manche Veränderungen des Schaltkreises dann zumindest beitragen könnten zu Veränderungen, die wir allgemein als psychiatrische Erkrankungen bezeichnen. Also die Vorstellung, dass Netzwerkveränderungen auch mit Bestandteil einer möglichen Pathologie sein können, ist eigentlich eine sehr lange schon bestehende. Und wir haben aber jetzt die Möglichkeiten, methodisch, denke ich jedenfalls, daran zu kommen und diesen Fragen wirklich nachzugehen und Daten zu gewinnen, die uns da weiterhelfen werden, das zu verstehen. Damit möchte ich schließen diesen Teil des heutigen Abends, wo ich Ihnen berichten durfte von unserer Arbeit und den Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Ich hoffe, es hat etwas Interesse gefunden und würde mich sehr freuen, wenn wir jetzt noch die Gelegenheit hätten, über virtuelle Mittel miteinander zu sprechen. Wenn Sie mir also Fragen schicken, die ich dann über die Moderation beantworten darf. Nochmals herzlichen Dank für die Einladung und herzliche Grüße aus Frankfurt nach Stuttgart.